Hallo und herzlich willkommen hier auf jurelda.de, hier bei den Aufgaben auf Abitursniveau. Heute wollen wir wissen, ob diese drei Vektoren linear unabhängig sind oder ob sie linear abhängig sind. Das heißt, wie kann ich das herausfinden? Nun, wenn ich eine Linearkombination dieser drei Vektoren finde, sodass ich einen geschlossenen Vektorzug bekomme, das heißt, der eine Vektor kann ich mehrfach aneinander hängen, dann hänge ich den anderen noch ein paar Mal dran und den zum Beispiel einen zweimal, den anderen zweimal und den anderen einmal und ich komme wieder am gleichen Punkt raus, dann werden die Vektoren linear abhängig. Wie kann ich das jetzt formal schreiben? Nun, also ich muss den einen halt r mal nehmen, also r mal minus 2, minus 3, 4 plus s mal 4, 3, minus 2 plus t mal 2 minus 2. 1 soll der Nullvektor sein. Wenn ich jetzt hier für r, s und t Werte finde, also r, s und t, wenn ich daraus den reellen Zahlen nun Werte finde, die nicht 0 sind, dann würde ich so etwas herstellen können, dann wären sie linear abhängig. Finde ich raus, dass r, s und t 0 sein müssen, dann sind sie linear unabhängig. Das heißt, ich muss dieses lineare Gleichungssystem hier einfach lösen. Schreiben wir das lineare Gleichungssystem auf. Minus 2r plus 4s plus 2t gleich 0. Minus 3r plus 3s minus 2t gleich 0. Und zu guter Letzt 4r minus 2s plus t gleich 0. Wir haben also hier drei Gleichungen mit drei Unbekannten. Gleichung 1, 2 und 3. Wir müssen versuchen, die erste Variable zu eliminieren. Also fangen wir hier an. Mit der ersten und der zweiten will ich das r eliminieren. Also nehme ich dreimal die erste minus zweimal die zweite. Also 6 plus 6 ergibt 0. 3 mal 4 ist 12. Minus 6, also bleiben noch 6s übrig. Plus oder minus, je nachdem. 2 mal 3 ergibt 6. Minus minus 2 mal 2, also plus 4 ergibt natürlich 10t. Und das soll 0 sein. Versuchen wir mit der ersten oder dritten das R zu eliminieren. Also 2 mal das plus 1 mal das. 2 mal die 1 plus 1 mal die 3. Hier vorne 0. 4 plus 4 mal 2 macht 8 plus minus 2 macht 6s plus 4 plus 1, 5, gleich 0. So, wir müssen wieder eine Variable eliminieren. Nennen wir das hier Alpha und Beta. Wir können auch der S eliminieren, naja, einfach Alpha minus Beta. Alpha minus Beta, 6 minus 6 ist 0, 10 minus 5 ist 5t, 5t sind 0. Das heißt, was wir hier wissen, ist t ist 0. Wenn t 0 ist, dann steht hier eigentlich auch 0. Das steht hier also 6s gleich 0. Das heißt natürlich auch s ist 0. S und t sind 0. Setzen wir das einfach mal hier ein. In irgendeinem von denen. Also minus 2r plus 0 ist 0. Also minus 2r soll 0 sein. Also auch r gleich 0. Wir haben also herausgefunden, r ist gleich wie s, ist gleich wie t, sind 0. Und somit sind diese hier linear unabhängig. Linear unabhängig. Wir haben also herausgefunden, diese drei Vektoren sind linear unabhängig. Unsere Aufgabe ist somit gelöst. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen oder sogar schon im Voraus selber alles so bestimmen. Schön, dass ihr reingeschaut habt und bleibt uns gewogen.